Die Asset Allocation, was ist das eigentlich ganz genau? Wie sieht die aktuell bei mir persönlich aus? Und warum ich allgemein nicht allzu viel Zeit mit diesem Konzept verschwende? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn, ja auch im Jahr 2021. Und ich wünsche euch natürlich zuallererst mal ein richtig frohes neues Jahr mit viel Gesundheit, viel Vermögensaufbau und allen möglichen anderen positiven Dingen, die dieses Jahr euch hier widerfahren möchten. Und ich hoffentlich auch mal wieder uns irgendwann live treffen, ja, wenn diese ganze Corona-Kacke dann auch vorbei ist. Ja, auf diesem Kanal geht es ja grundsätzlich vor allem immer um Aktien. Zum Beispiel morgen machen wir wieder eine Apple-Aktienanalyse. Das wird richtig spannend. Aber wir müssen uns natürlich auch immer die Frage stellen, wie viel unseres Kapitals, bevor wir es erstmal anfangen, irgendwie vermehren zu wollen wir überhaupt an der Börse investieren? Ja? Und das nennt man zum Beispiel Asset Allocation. Also die Frage, nehmen wir mal hier an, wir fangen bei Schritt 1 an. Wir haben jetzt hier irgendwie 100.000 Euro oder vielleicht auch nur 100 Euro. Ist eigentlich komplett egal. Wie viel davon wollen wir zum Beispiel in Bargeld oder auf dem Konto in Cash halten? Ja, deswegen ist immer eigentlich mit Cash hier, auch wenn es jetzt ursprünglich natürlich nur das Bargeld ist, aber auch Geld auf dem Konto gilt hier bei uns in der Vermögensallokation immer als Cash. Ja? Wie viel wollen wir in Aktien, wie viel wollen wir in Anleihen und anderen Vermögenswerten drin haben? Das heißt, Asset Allocation per Definition ist der Prozess der Aufteilung unseres Vermögens in einzelne Risiko- und Renditeklassen. Was ist das Ziel? Warum machen wir das? Nun ja, jeder von uns hat unterschiedliche Vorstellungen davon, wie lange wir Geld investieren wollen oder wie risikoreich wir investieren wollen. Zu welchem Zweck wollen wir eigentlich investieren? Ist das für die Altersvorsorge oder ist das, damit wir irgendwann mal eine Immobilie anzahlen können und so weiter? Und dann natürlich unterschiedliche Instrumente zur Renditebringung, auch unterschiedliche Risiken haben, geht es halt immer um die Balance zwischen Risiko auf der einen Seite und Ertrag auf der anderen Seite. Deswegen beschäftigt man sich mit Asset Allocation. Das ist der einzige wirkliche Grund, weil wenn wir jetzt zum Beispiel einfach unser ganzes Kapital immer nur auf dem Konto liegen haben und das, was wir verdienen, ja, immer nur dahin transferieren, dann werden wir nicht wirklich zu einem grandiosen Kapitalisten aufsteigen können. Außer wir sind vielleicht Cristiano Ronaldo und verdienen so viel Geld, dass es uns komplett egal ist, ob wir das irgendwie auf dem Konto lassen oder irgendwas anderes damit machen. Ja, aber in der Regel, wenn du ein normales Einkommen beziehst und du lässt es einfach nur auf deinem Konto, dann wirst du natürlich damit irgendwann, wenn du gut verdienst, vielleicht halbwegs deine Rente bestreiten können, wirst aber bei weitem nicht das rausholen können, was eigentlich möglich ist. Und deswegen gibt es eben dieses Konzept. Und auf der anderen Seite hast du aber alles in Aktien investiert, 100% in zum Beispiel eine einzige Aktie und die geht pleite oder du brauchst gerade Geld, obwohl die Aktie gerade fällt, ja, dann ist es natürlich blöd und dann hast du deine Asset Allocation definitiv versemmelt. Also das ist der ursprüngliche Prozess der Asset Aufteilung, kannst du jetzt selber wiedergeben, was es ist, ja, falls du es nicht verstanden hast, guck es einfach nochmal an. Und der zweite Punkt, ja, wenn wir natürlich anfangen, mehr Geld zu verdienen, uns mit diesem Thema beschäftigen, das ist ein Prozess, der immer dann einsetzt, wenn man zum Beispiel Aktien mit Kopfvideos guckt und einen Daumen hoch gibt. Ich habe gehört, dann ist es überhaupt gar nicht mehr möglich, dass man langfristig Vermögen verbrennt. Ja, haben jedenfalls einige Wissenschaftler schon herausgefunden. Dann verdienen wir mehr Geld und haben dann zum Beispiel nicht nur die Möglichkeit, ein bisschen Bargeld unter die Matratze zu stopfen oder unter das Kissen bei der Matratze, wo die ganzen Knarren und AK-47s und so weiter liegen, sondern wir können natürlich noch ein bisschen Aktien kaufen, ein bisschen Anleihen kaufen, aber wir können vielleicht zum Beispiel auch irgendwann mal eine Immobilie anzahlen, wo wir sagen, okay, krass, ich hau jetzt hier so eine Immobilieninvestition rein, mache vielleicht da sogar einen Fix und Flip draus, so wie Miri und Alex bei Immobilien mit Kopf, ja, die haben ja sogar ein ganzes Geschäft daraus gemacht. Oder ich mache noch ein bisschen in Kryptowährungen und all diese Fragen immer, wohin investiere ich, wie viel davon, das ist eben dann diese sogenannte Asset Allocation. Und wenn wir jetzt mal hier zu mir kommen, das ist meine aktuelle persönliche Situation. Ich sage aber eine Sache damit dazu, das ist ganz wichtig, und zwar, ich habe jetzt hier alle privaten
Vermögenswerte in Form von Unternehmensbeteiligung, die ich an Unternehmen habe, die nicht an der Börse sind, mal rausgenommen. Warum? Damit wir einfach so ein bisschen so eine Vergleichbarkeit haben, weil viele Leute, die hier auf dem Kanal die Videos schauen, die haben eben nicht irgendwelche Beteiligungen noch irgendwo, die nicht an der Börse sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine komplette Asset Allocation von mir als natürliche Person hier aufmalen würde, dann wäre das Video schon vorbei, denn 90% meiner gesamten Vermögenswerte, würde ich ungefähr schätzen, sind einfach in irgendwelchen GmbHs investiert, wo es nicht so einfach ist, den Verkehrswert zu berechnen und wo es also auch für die meisten Privatanleger keine Rolle spielt. Deswegen habe ich jetzt mal hier den Kuchen aufgemalt, der mir aktuell mit der, zum Beispiel mit der Firma, wo ich auch mein öffentliches Depot unterhalte, wo auch demnächst wieder ein Depot-Update-Video kommt, jetzt hier theoretisch investieren könnte. Ja? Und da sieht es so aus, ich habe ungefähr 35% in Aktien investiert, also in einzelnen unterschiedlichsten Aktien, welche genau. Das Ganze kannst du auch in den jeweiligen Depot-Updates-Videos dann immer nachschauen. Dann 35% liegt bei mir in Cash. 20% sind in Unternehmensanleihen und P2P-Krediten auf unterschiedlichen Plattformen. Ja? Wobei hier ich tatsächlich sagen kann, dass ungefähr Pi mal Daumen 15% von diesen 20% Anteilen in diesen P2P-Kreditenplattformen und so weiter liegt und 5% in Unternehmensanleihen. Dabei achte ich aber vor allem auch auf hochliquide einerseits und auf der anderen Seite auch auf sehr gute Bonität bei den jeweiligen Unternehmen. Also ich gehe hier nicht in irgendwelche argentinischen Penny-Stocks oder so Unternehmensanleihen rein, sondern dann wirklich halt die Apples, Googles und Microsofts unserer Welt, in die ich dann hier die Unternehmensanleihen kaufe. Staatsanleihen aber sind mir ein absoluter Graus, da würde ich aus Prinzip nicht investieren. Ja? Und dann, das ist noch nicht ganz hier erreicht, aber ich habe so eine Zielgröße aktuell von ungefähr 10% in Kryptowährungen und Gold und anderen Werterhaltungs- und Wertstabilisierungsfaktoren. Also ich sehe das Ganze jetzt nicht irgendwie, auch wenn man jetzt, wenn ich auf meinen Bitcoin-Apps und so weiter gucke und sehe, wie stark das in den letzten Tagen angestiegen ist, dann könnte man immer mal wieder meinen, okay, krass, das wird ja irgendwann das hier alles ersetzen, wenn das so weiter wächst. Aber ich sehe das nicht so. Ich sehe Kryptowährung zum aktuellen Stand des Unwissens als Werterhaltungsmöglichkeit, ja, als digitales Gold, wenn du so willst. Und das ist ungefähr mein Ziel, hier 10% zu erreichen. Aber das ist ungefähr die aktuelle Aufteilung. Und manche von euch würden jetzt sagen, wow, das ist ja ganz schön viel Cash. Ja? Warum hast du denn so viel Cash? Warum jetzt nicht zum Beispiel 50% Aktien und nur 20% Cash und so weiter? Nun ja, weil das einfach, denk dran, Asset Allocation, die persönliche Risikorendite-Vorstellung immer. Ja. Für mich ist es auch so, dieses Cash beispielsweise dient nicht nur als irgendwie Absicherung und als Liquiditätsreserve und so weiter, sondern auch so ein bisschen als eine Art Kriegskasse, dass wenn es mal an der Börse ordentlich knallt oder ich anderweitig irgendwelche spannenden Gelegenheiten sehe, ich eben auch entsprechend handlungsaktiv bleibe, ja, und halt nicht mich irgendwie hier großartig dann von Aktien trennen muss, um wieder irgendwo anders eine weitere Option zu haben, ja. Das ist deswegen ein ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich, und das steht ja auch im Titel, haben wir aber ja hier die Asset Accumulation, ja, versus die Allocation. Und dann siehst du hier oben auch noch diesen König, ja, was zum Geier bedeutet denn hier dieser Schachkönig in diesem Video? Nun ja, darum geht es jetzt im zweiten Teil des Videos. Das Problem an der ganzen Sache der Asset Allocation ist nämlich, man kann sich darin so wunderbar schön verlieren, immer wieder neue Kuchen- und Excel-Kreisdiagramme erstellen, mit seinen Freunden darüber unterhalten und immer wieder, wenn man so einzelne Accounts oder Konten aufruft, dann irgendwie überlegen, wie teile ich jetzt aktuell mein Portfolio auf und jetzt ist ja der Bitcoin da gestiegen, dann sollte ich vielleicht was reduzieren und jetzt ist das und das passiert, vielleicht muss ich da wieder irgendwie mein Money Management verbessern und so weiter. Und im Endeffekt haben wir ein großes Problem bei der Asset Allocation. Und das habe ich hier schon unterstrichen. Es handelt sich dabei nämlich um die Aufteilung von Vermögen. Und da steckt ja das Wort Teilen drin. Ja? Und als Kapitalist muss man natürlich immer sagen, dass dieses Wort Aufteilung eine Sache niemals tut in dem Moment. Und zwar, es macht nicht unseren Kuchen größer. Es teilt das Vermögen, was wir gerade haben, auf, okay? Aber je mehr Zeit ich dann mich damit irgendwie beschäftige, wie ich das Ganze aufteile,
desto weniger werde ich eigentlich Vermögen akkumulieren. Das ist irgendwann eine Sache, die einfach nicht mehr so wirklich produktiv ist, wenn ihr mich fragt. Ja? Und deswegen kommen dann auch immer wieder so Probleme, auf die man stößt, auf die man keine wirklich einfachen Antworten findet, wenn man sich den ganzen Tag mit Asset Allocation beschäftigt. Ein Beispiel, die Cash-Quote. Ja? Oh, wie viel Cash hältst du jetzt? 35 Aktien, 35 Cash. Und jetzt kann ich natürlich die ganze Zeit mich irgendwie damit beschäftigen, zu überlegen, die News lesen, irgendwie die Zentralbankzinsen und so weiter beobachten und dann immer mich fragen, wie viel Cash muss ich jetzt gerade halten? Da kann ich ja wirklich verrückt werden. Oder aber ich sage einfach, hey, es geht mir darum, den Kuchen insgesamt immer größer zu machen, ja, und deswegen immer mehr Cash zu haben und immer mehr Aktienanteile. Das heißt, ich würde jetzt mal, ohne dass ich jetzt wirklich natürlich in die Zukunft schauen kann und sehen kann, wie sich da in den nächsten 10 Jahren irgendwie meine Situation stark verändert, weil ich glaube, dass viel von diesem ganzen Käse sowieso eine gewaltige Kontrollillusion ist und viele Sachen immer ständig passieren, die wir vorher noch nicht vorhergesehen haben. Ja, so wie Costolani gesagt hat, an der Börse kann alles passieren, auch das Gegenteil. Ich glaube aber, dass ungefähr dieses Verhältnis zwischen 35-35 sich nicht mehr sehr stark verschieben wird in meinem Leben. Kann sein, aber weiß ich nicht. Ja? Und das bedeutet aber, dass der Kuchen insgesamt, das ist mein Ziel, irgendwann gar nicht mehr auf diese Tafel hier rauf passt. Das heißt, ich will mehr Cash aufbauen und gleichzeitig auch mehr Aktienanteile. Und somit muss ich mir diese bescheuerte Frage der Cashquote rund um die Uhr überhaupt gar nicht stellen. Das ist überhaupt gar nicht das Spiel, was ich hier spiele. Ja? Und der zweite Punkt ist eben zum Beispiel dieses Money Management. Ja? Also, dass ich mir als Risikoabsicherung sozusagen anfangen zu sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel 1 Million, die ich investieren will und ich teile die auf 20 unterschiedliche Aktien auf, das heißt 50.000 Euro in jede Aktie und dann mache ich eben ein Rebalancing, ja, dass ich sage, ich mache einmal im Jahr, dann irgendwie gucke ich, okay, ist eine Aktie stärker jetzt als 50.000, habe ich zum Beispiel Tesla im Depot gehabt und die ist jetzt bei 500.000, der Rest, nehmen wir mal an, ist aber genau gleich geblieben, müsste ich jetzt natürlich anteilig Tesla verkaufen und in die ganzen anderen Positionen investieren. Aber ich finde einfach dieses generelle Konzept eigentlich ziemliche Zeitverschwendung und auch ziemlich dumm, nur sozusagen, um zu sagen, jede Position meiner Aktien muss gleich groß sein. Das bedeutet ja, dass ich in vielen Fällen einfach schlechtem Geld schlechten Investitionen weiteres Geld hinterherwerfe, statt einfach auf der anderen Seite guten Investitionen, wenn sie gut laufen, einfach weiterhin mit der Gießkanne zu gießen, ja? Weil die wichtigste Absicherung ist doch immer die Menge, die ich überhaupt halt hier investiere, ja? Ich bin einfach der Meinung, dass es keinen Sinn macht, wirklich die guten Pflanzen im Depot rauszureißen und in die schlechten zu stecken. Sondern ich würde immer sagen, man muss die guten Pflanzen weiter gießen und die schlechten irgendwann rausrupfen. Aber natürlich immer trotzdem mit dem Hintergedanken einer absoluten Grunddiversifikation, dass man eben, sollte eine Sache kaputt gehen, immer noch abgesichert ist. Das ist die allerwichtigste Frage, ja, dass man sagt, okay, die Entscheidung, die ich jetzt gerade treffe, was hat die potenziell für Konsequenzen? Was ist das absolute Worst Case? Und wenn das Worst Case Szenario jetzt zum Beispiel eintritt, kann ich dann weiterhin in Zukunft manövrieren, ja? Und wenn du das positiv beantworten kannst, dann ist eigentlich die größte Hausaufgabe hier gemacht, ja? Und es kann ja auch einfach sein, dass du beispielsweise, um jetzt das gesamte Konzept mal zusammenzufassen, meine Strategie ist zu sagen, hey, ein Aktiendepot von 10 Millionen Euro, was aber nur in 5 oder 10 Aktien investiert ist, ja, ist vielleicht nicht so sauber diversifiziert wie ein 100.000 Euro Depot, was jetzt in 20 oder 30 Aktien und vermögensweit investiert ist. Aber 10 Millionen ist trotzdem besser als 100.000, ja. Und ich kann jetzt sozusagen die ganze Zeit mich mit der Aufteilung von Sachen beschäftigen, die schon da sind. Ja, da wissen wir ja, wie das in der Praxis immer ist. Oder ich kann mich darauf konzentrieren, mehr zu arbeiten, mehr Geld zu verdienen, mehr zu investieren und überall hier mehr Kuchen zu backen, statt immer nur die einzelnen Kuchenstücke aufzuteilen. Das ist die generelle Message aus diesem Video, ja. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich diesen König hier aufgemalt habe. Ja, weil wir zum Beispiel Schach
spielt, der weiß, dass es immer wichtig ist, dass der König hier beschützt wird. Der König darf nicht angreifbar sein. Ja? Aber da, wenn wir das ganze Schachspiel uns nur damit beschäftigen, dass unser König nicht angreifbar wird, dann werden wir fast immer diese Partie verlieren. Warum? Weil der andere Gegner seine ganzen Figuren in Position bringen kann, ja, developed, also entwickeln kann, und dann, ob wir es glauben wollen oder nicht, wir können noch so ein stabiles Schloss aufbauen, wie wir wollen, wir werden dann das Spiel leider verlieren, ja. Und deswegen ist es meine Strategie eher zu sagen, Angriff ist die beste Verteidigung, und auch Vermögensschutz erreiche ich vor allem dadurch, dass ich generell den Kuchen größer mache, so dass, wenn ein Kuchen faul wird, ich noch genug andere Kuchen habe, die mir im Endeffekt meine Existenz und meine ganzen unternehmerischen Aktivitäten und alles andere absichern, ja. Und ja, das ist einfach mal so mein Motto für dieses Jahr und auch für zukünftige Jahre. Ich glaube nicht, dass ich mit wachsendem und schrumpfendem Vermögen immer so viel an diesen ganzen Konzepten ändert. Und ich glaube, dass man, wenn man sich zu viel mit Asset Allocation rund um die Uhr beschäftigt, dass man einfach sehr viel Zeit verschwendet, die man beispielsweise in seine Fortbildung und in andere Sachen investieren kann, um eben den Gesamtkuchen viel, 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 viel größer zu machen. Ach so, liebe Leute, und eine Sache, die habe ich noch vergessen, da wollte ich jetzt kein extra Video mehr zu machen, und zwar zum Thema Produktivität im neuen Jahr, ja, und warum ich halt einfach nicht so viel Zeit mit Asset Allocation den ganzen Tag verbringe, ist, ich habe hier immer so ein Buch, das ist jedes Jahr ein neues Buch, was ich mir als Notizbuch mit allen möglichen Zielen und so weiter nutze. Und das empfehle ich jedem von euch, falls ihr produktiver werden wollt und falls ihr mehr Geld verdienen wollt, ja, einfach mehr umsetzen wollt insgesamt, ja. Und da mache ich mir dann zum Beispiel die Jahresziele für dieses Jahr, habe ich natürlich erstmal falsch geschrieben, ist ja natürlich normal, ne. Und dann kommen hier meine Ziele, die ich für dieses Jahr beispielsweise habe, ne. Zum Beispiel erstes Ziel, 500.000 YouTube-Abonnenten möchte ich erreichen. Ich möchte eine neue Firma gründen mit meinem Kollegen René von Reselling mit Kopf und es dann auch erfolgreich launchen und am besten noch im ersten Quartal diesen Jahres, ja. Ich möchte meine bestehende Beteiligung ausbauen. Ich möchte halt ein Buch über das aktuelle Thema Risiko sprechen und ich möchte die Aktiendepots und meine Cashquote um jeweils 50% insgesamt erhöhen, ja. Also das heißt zum Beispiel dieses Firmendepot, was ich aktuell habe, von 380.000 nochmal um 50% nach oben skalieren, ja, wie manche Leute hier sagen würden, ja. Und natürlich sind das alles hohe Ziele und ich werde wahrscheinlich auch nicht alle von denen erreichen. Mir reicht es immer, wenn ich so ein, zwei von diesen Zielen erreiche oder wenn ich halt auch zum Beispiel alle nur zu 80% oder 90% erreiche, ja. Aber dann gehe ich halt über und mache zum Beispiel für jeden einzelnen Tag, also jetzt ist der 2.1.2021, immer eine To-Do-Liste mit den fünf bis sechs wichtigsten Punkten, die ich erledigen muss und die ich dann einfach abhaken kann. Und das einfach in jedem einzelnen Arbeitstag des Jahres, ja. Du musst das nicht unbedingt auch am Wochenende machen, oder was heißt du musst sowieso gar nichts machen. Ich sage dir nur, wie ich es mache. Ich mache es natürlich auch am Wochenende, wenn ich zum Beispiel am Wochenende auch arbeite. Und eine ganz wichtige Sache ist immer für mich, dass ich zum Beispiel die Ziele schon am Abend vorher aufschreibe für den nächsten Tag. Das heißt, wenn ich jetzt morgen das Apple-Aktien-Video drehe und so weiter, dann schreibe ich mir das, was ich morgen machen muss, alles hier heute Abend schon auf, sodass ich nicht am nächsten Tag nochmal überlegen muss, was muss ich jetzt machen, was war das nochmal, und dann machst du wieder irgendeinen Scheiß und guckst nur Netflix und spielst GTA 5 oder so, ja, sondern dass du am nächsten Tag schon alles im Endeffekt dich im Kopf einmal umgesetzt hast und dann kannst du einfach nur dich an die Sache machen und guckst nochmal rauf, was muss ich machen, zack, und dann geht's an die Umsetzung, ja, und das ist die Art und Weise, wie ich auch 2021 versuchen werde zu gestalten. Okay, das war's nochmal als Abschluss. Haut rein.